Genug Palaver, genug weiß ich nicht was. Und damit, Friends, was geht? Herzlich willkommen. Das randomste Intro überhaupt. Käse, einfach Käse. Scheiß auf wirklich drauf. Ich bin gestorben. Leute, ich gebe mir jetzt den neuen Track von Akaya. Zusammen mit jemandem, der mir überhaupt nichts sagt und ich noch nie zuvor in meinem Leben gehört habe. Und zwar Lua. Nicht zu verwechseln mit dem Skript Lua, sondern Lua. Ja, ihr seht es da auch. Ich gehe mal ganz kurz auf den Account, weil der sagt mir actually gar nichts. So, ich keinen Plan, wer das ist. Bro hat 4 Songs. Das ist stark. Aber macht das anscheinend auch noch nicht so lange, ne? Der macht das actually anscheinend noch nicht so lange. 2023, wann kam der Track? 20. Oktober kam der. Dezember kam dann der nächste und dann am 8. März dieses Jahr erst wieder und jetzt halt der mit Akaya. Gut, Akaya macht das ja schon ein bisschen länger, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, da wissen wir ja schon, dass er das ein bisschen länger macht. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal rein. 3 Minuten 13 geht das Ganze. Ja, machen wir mal, ne? Gib ihm böse. Ist das ein Beat? Ist das ein Beat oder? Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich sagen soll. Moment mal. Moment. Warte mal, Jungs, Mädels. Uno Moment, okay? Bitte, danke. Meine Nase ist gerade gestorben, ne? Okay, ich habe mich actually sogar komplett vertan. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich stark, dass ich mich da jetzt so ein bisschen vertan habe an der Stelle. Scheiße. Habe ich nicht am Anfang gesagt? Habe ich nicht am Anfang gesagt, dass er das noch nicht so lange macht? Ich glaube, ich habe mich da ein kleines bisschen vertan. Minimal. Ey, das kommt davon, wenn man Leute zum ersten Mal hört. Ja, das kommt davon.
Ich ich gehe in die Bedeckung. unangenehm. Das ist gerade sehr, sehr unangenehm. Möchte ich kurz dazu sagen. Es ist gerade sehr, sehr unangenehm. Ja, ich. Wir fangen einfach mal von vorne an. Ah, 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 nee, ey. Also, okay. Ich habe gerade nachgeguckt bei Instagram. Es ist tatsächlich eine weibliche Künstlerin. Ich hätte das vielleicht als erstes nachgucken sollen. Ey, egal, scheiß drauf. Egal. Gut, dann nehme ich aber meine Frage auch zurück mit von wegen, war das im Beat? Egal. Nochmal, nochmal. Wir fangen nochmal von vorne an. Den Song. Gib ihn. Akaya Lua. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, I'm sorry. Gib ihn böse. Geisteskrank schöne Stimme, aber ne. Muss man aber mal sagen, ne? Geisteskrank schöne Stimme. Bevor jetzt, ne, falls unser Bruder Akaya da reinkommt, kurz zu Lua und generell jetzt gerade so zu den ersten 1 Minute 30. Abnormal schöne Stimme. Ja. Nein, absolut schöne Stimme. Wunderschöne Gesangsstimme. Meine Fresse, mein Deutsch ist schon im Wochenende. Schwör's euch, für mein Deutsch ist schon Samstag. Ich geb's auf. Nein, aber wunderschöne Gesangsstimme. Ich kotze. Gesangsstimme. An sich generell auch wunderschöne Stimme, abgesehen jetzt von dem Gesangsteil. Die langgezogenen Wörter, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ey, über den Beat brauche ich gar nicht reden. Über die Beatwahl brauche ich nicht reden. Das ist sowieso komplett meins. Ich glaube, das ist so eine Kombo, die gefehlt hat. Das ist, glaube ich, so eine Kombo, die noch gefehlt hat. Das ist ne echt. Also bisher gefällt mir das Ding.
Mal gucken, wir haben ja noch den Part von Arcane, ja. Ich bin mal gespannt, was für ein Vibe ich krieg bei dem Part von Arcane und auf was für ein Song ich dann komme von ihm, vom Vibe her. Wahrscheinlich irgendeiner der kalter Winter, kalter Herzen EP, Digga. Wahrscheinlich wieder this type of vibe. I don't know. Schauen wir mal. Es ist nicht immer leicht. Manchmal wird es schwierig, doch du bist nicht allein. Egal wie schlecht. Ich habe leichte Vibes vom Song Wann ist es vorbei? Wie gesagt, kalter Winter, kalter Herzen EP. Ich habe einen leichten Wann ist es vorbei Vibe. So. Aber das gefällt mir, weil die EP hat mich umgehauen. Da muss man auch dazu sagen, die hat geballert. Hat man, glaube ich, auch in der Reaction gehört. Naja, ich hätte es gerne gezeigt, aber da hatte ich noch keine Facecam, keine richtige. Aber gefällt mir. Gefällt mir. Aber das waren ja erst 15 Sekunden von ihm, von daher. Ist immer yeah. Ich bin immer bei dir, wenn dir mal was fehlt. Wir sind unaufhaltbar, unsere Kräfte sind vereint. Ja, jetzt ist unsere Zeit. Okay. Relativ kurzer Part. Hätten einen Ticken länger sein können, vielleicht. Aber das soll jetzt gar nicht als Beschwerde sein oder so. Weil ich höre nämlich gerade im Hintergrund Akaya Stimme mit. Ja, Akaya Stimme ist nämlich hier auch mit im Hintergrund gerade. Das klingt. Uff, uff. Ich möchte jetzt schon mal voraussagen. Wenn der Song in, weiß ich nicht, 3, 4 Tagen die 1000 Streams voll hat. Könnt ihr euch denken, wo mindestens 800 herkommen? No joke, jetzt. Ey, ich schwör's euch, warte mal. So, er ist ja bei Dingens, ne? Er ist ja bei Shiroshi. Deswegen kommt das da direkt mit rein. Es kommt hier direkt mit rein. Und ich pack's mir da direkt mit rein. So. Man könnte jetzt auch sagen, okay, man könnte es noch in die Dingens-Plays packen, in die hier vielleicht. Aber ich, für meinen Teil persönlich, finde ich jetzt nicht, dass das ein Track ist, zu dem man irgendwie zocken kann. Also, safe kann man, aber mein Type ist es jetzt nicht so. Zum Zocken brauche ich eher was so ein bisschen mehr so, ne? Bisschen mehr Anschub gibt und so. Das Ding ist eher. Vom Vibe her so ein Ding. Du fährst, weiß ich nicht, auf einer leeren Landstraße bei Regen mit 60 auf entspannt, Digga, obwohl 80 erlaubt ist. So, das gibt mir eher. Da habe ich eher den Vibe. So. Generell, wenn ich Akaya höre, habe ich mehr so den Vibe und mehr so Bock auf Landstraße, auf ganz entspannt bei Regen und einfach die Mucke laufen lassen. Ey, das. Ich bin so froh, wenn ich meinen Führerschein nach. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß dann, was ich mache. Suche ich mir irgendeine Landstraße bei Nacht mit Regen. Gib ihn. Das wird geile Zeit. Das wird eine geile Zeit. Ja, Mann. Aber machen wir mal weiter. Denn bist du hier,
diese Kombo zwischen ihm und ihr, passt auch einfach gesangsmäßig komplett zusammen, wenn man mal überlegt, was er auch für eine kranke, geisteskrank wunderschöne Gesangsstimme hat, der Bruder, dann ist diese Combo mehr als perfekt. Und ich, für meinen Teil gerade, bin gerade sehr, sehr überrascht zuerst, weil das jemand ist, den ich nicht kenne, so, noch nie gehört, geschweige denn irgendwo gesehen. Also jetzt sowas YouTube, ich sag jetzt mal YouTube, Instagram und sowas angeht, so Social Media Bereich noch nie gesehen, noch nie was von gehört, aber klingt echt schön. Vor allen Dingen dann, wie gesagt, noch die Kombo mit Arcaya, ja, ne? Das ist eh noch mal kurz andere Level. Erst war ich Wolke 7, jetzt bin ich Wolke 14. Millionen. Un momento, meine lieben Friendos. Seit wann? Hä? Habe ich das doch schon mal reingehört? Nee, kann nicht sein, hat mir noch nie zuvor was gesagt. Kann ja nicht, wenn ich nicht mal eine Ahnung hatte, wer das ist. Okay. Naja. Muss ich nicht verstehen? Egal. Ich kann es so wiederholen. Kann es halt echt nur wiederholen. Wunderschöne Gesangsstimme. Brauche ich bei Akaya ja nicht sagen. Das weiß man eigentlich schon. Ja. Also ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, dafür, Voice Track, dafür, dass mir Lua nichts sagt, auch nichts gesagt hat bis dato, gefällt mir der Track gerade, was Stimme angeht. Ja, gut, ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass der mir am besten gefällt, weil ich keinen anderen Track bisher gehört habe. So, ne? Müsste ich eigentlich mal machen. Mal reinhören. Aber wunderschöne Stimme. Und ich finde, no joke, alleine vom Stimmlichen her, alleine von der Gesangsstimme her, finde ich diese Combo einfach nur perfekt. Ich glaube for real, dass das eine Combo ist, wo wir mehr Tricks von brauchen. In dieser Combo, in diesem Vibe. Ja, und dann ist eigentlich 2024, was Musik angeht, durchgespielt, würde ich sagen. Leute, das war's. Ich gehe die Track jetzt weiter pumpen. Ihr wisst Bescheid auf Support und so. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Steht in der Beschreibung der Link. Ja, ihr wisst Bescheid, anhören.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Je nachdem, was für ein Kram ich dann hochlade. Ja. Leute, scheiß drauf. Genug Gelaber, genug Trash gehört. Wahrscheinlich geht das Video keine 20 Minuten. Ist weggelogen. Leute, jetzt for real. Haut rein. Macht euch ein entspanntes, schönes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche rein. Sonntag kommt noch ein Short online. Der ist schon drin, aber der steht schon drin. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende und einen schönen, entspannten Freitagabend. Ja? Leute, bis dann. Tschüssi.